alle Freunde des feinen Schmerzes. Ich bin jetzt hier an einer Bienenkiste. Die habe ich im Rahmen der Schwarmkontrolle zwischen unterster und zweiter Zarge habe ich da zu wenig Bienen gesehen. Obwohl vorne am Flugloch sind massig Bienen. Oben unterm Deckel, als ich aufgemacht habe, waren massig Bienen, nur zwischendrin nicht. Und deswegen natürlich gleich mal ein Verdacht und nachschauen, ob sich dieser Verdacht bestätigt. Hoffentlich nicht. Dann nehme ich euch mit. In der oberen Zarge hatte ich ein Rähmchen gefunden mit Brut, aber also mit verdeckelter Brut und Rundmaden, aber nicht klar ersichtlich, ob diese Rundmaden, obwohl sie recht gut gelegt waren, dem Drohnenmilieu oder dem Arbeiterinnenmilieu zuzuordnen sind. Stifte habe ich in der obersten Zarge keine gefunden. Deswegen muss natürlich eine Nachschau erfolgen. Da ist auch ein bisschen Brut. Hier haben wir ein paar Brutzellen hier entlang. Haben wir auch, Moment, ich habe da eine. Das ist hier Halbschatten, deswegen sieht man kaum, aber ich habe hier meine Umlaufbrille dabei. Hier sind keine, oder? Sind hier Stifte? Ja, doch, ich sehe Stifte. Doch, Stifte. Vielleicht sieht man das, vielleicht bin ich an der richtigen Stelle, ich weiß es nicht. Ich hoffe, warte mal, ich habe doch so eine kleine Lampe noch irgendwo. Wo habe ich die jetzt? Ich habe so eine Minilampe und mit der könnte ich das vielleicht ein bisschen besser sichtbar machen. Wo habe ich die? Hier. Mal sehen, ob das geht. Also hier irgendwo, hier waren die Stifte. Sieht man das auf der Kamera? Ich hoffe, man sieht's. Gut. Also, jetzt sehe ich auch, dass ich drauf bin. Also Entwarnung bei dem Volk. Es ist nur wichtig, wenn man einen Verdacht hat, sich auch zu vergewissern, dass der Verdacht unbegründet ist. Denn wenn jetzt um diese Jahreszeit ein Volk weißellos vor sich hin vegetiert, ist nicht gut. Das funktioniert nicht dann mit dem Winter, mit der Behandlung, mit allem Auffüttern und so. Wenn ein Volk antriebslos ist, jetzt ist immer noch die richtige Zeit, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ich hänge das mal wieder ein bisschen zurück. Auch mal so. Dabei. Und die Handhabe. Darf auch wieder mal. Ja, das habe ich doch gleich wieder rauf oder vergessen. Ja. Gut, dann kann ich die andere Zarge draufsetzen. Oh, ja. Ich bin beruhigt. Und dem Volk geht scheinbar gut. So muss das. So wird das. Ach ja. Wenn euch das Video gefallen hat, war zwar jetzt ein sehr kurzes Video, ich habe gedacht, ich brauche länger, deswegen habe ich es auch zugeschaltet, ist halt jetzt kurz gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, dürft ein Like geben. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann drückt zweimal den Like-Button, dann sehen wir uns vielleicht auch wieder im nächsten Video.